90 Minuten Vollgas. 90 Minuten volle Belastung für Körper und Geist. Wie erholt sich ein Profifußballer davon? Wie regeneriert man richtig und wozu? Wenn Körper belastet wird, braucht er einfach seine Zeit. Das ist ganz normal, wieder auf den Normalzustand zu kommen. Und je schneller, desto besser, weil die Taktung der Spiele und der Trainingseinheiten natürlich sehr eng ist. Regeneration ist mit eins der wichtigsten Tools überhaupt. Wir haben natürlich einfach viel Belastung. Und gerade wenn ich eine Belastung hatte, kennt jeder, nach dem Sport ist er erstmal irgendwie ausgepowert. Und dann muss ich natürlich schauen, dass ich möglichst schnell wieder fähig für die nächste Belastung werde. Je schneller der Körper die Belastung verarbeitet, desto besser ist das für den Alltag eines Profisportlers. Nach der sportlichen Höchstbelastung muss deswegen schnell gehandelt werden. Es geht um das sogenannte Open Window. Das ist so die erste Stunde nach Ende der Belastung, wo ich eben zum einen sehr, sehr aufnahmefähig sogar auch bin für Stoffe, also dass ich das, was ich quasi bei der Bewegung verbraucht habe, wieder zunehme, wo ich aber auf der anderen Seite auch empfindlich bin für Viren, für Erkältungsgeschichten. Und gerade in dieser ersten Stunde, in den ersten 90 Minuten nach Ende der Belastung muss man eben ganz, ganz sehr auf Regeneration achten. Zum Beispiel ist es so, ich verbrauche ja beim Sport sehr viel Zucker, also Kohlenhydrate. Und das wird, wenn das jetzt schnell bereitgestellt werden muss, kommt es viel aus diesem sogenannten Glykogenspeicher der Leber. Und dieser Glykogenspeicher, der muss eben auch schnell wieder aufgefüllt werden, sonst zieht sich teilweise der Körper auch woanders her wiederum die Energie. Das ist jetzt vielleicht für jemanden, der Sport macht, um abzunehmen, aus anderen Gründen ist es vielleicht ganz gut. Aber das ist im Leistungssport meistens zum Glück nicht so der Fall, sondern da ist es eher so, dass man eigentlich aufs Gewicht achten müssen, dass sie auch nicht zu dünn werden oder zu schwach werden. Wichtig ist ja nach einer sportlichen Belastung, dass natürlich die Nährstoffe und die Energiereserven, die leer sind, wieder aufgefüllt werden, um gleich den Stoffwechsel wieder anzukurbeln. Und das sind dann Kohlenhydrat-, Eiweißshakes, die Sie dann direkt nach einer Belastung, auch nach jedem Training, nicht nur nach dem Spiel, nehmen. Und dann Eiswasser, Physiotherapie, die ganzen Geschichten. Das ist dann immer ein bisschen individuell. Manche gehen eher ins Eiswasser, manche gehen direkt zur Physiotherapie, manche radeln sich aus. Das ist dann, das lassen wir nach dem Spiel frei. Und wenn wir dann am nächsten Tag zusammenkommen und wirklich ein richtiges klassisches Regenerationstraining machen, dann ist es dann nochmal ein anderes Thema. Dann geben wir vor, was gemacht wird und wer was macht. Die aktive Regeneration geht am Tag nach dem Spiel weiter und die Mannschaft wird in verschiedene Trainingsgruppen eingeteilt. Für einen Spieler mit weniger als 60 Minuten Platzzeit steht ein Spielersatztraining auf dem Programm. Die anderen absolvieren eine Einheit ohne Ball. Laufen 30 Minuten, kommen dann zusammen, um dann nochmal zu rollen und zu stretchen. Also insgesamt geht das Regenerationsprogramm so eine Stunde 10. Bei uns. Wir wollen immer eigentlich beide Maßnahmen ergreifen, also einmal aktiv und passiv, dass wir so das ganze Regenerationsumfeld abgreifen. Ja. Training geschafft, jetzt ist Feierabend. Für Jan Jamra steht dann vor allem in der aktuellen Lockdown-Zeit die einzige Outdoor-Aktivität an, die momentan erlaubt ist: Spazieren gehen. Seitdem ich im Profibereich unterwegs bin, ist das eigentlich gang und gäbe, einen Tag nach dem Spiel mal regenerativ zu laufen. Und es tut uns allen gut und deshalb machen wir das auch jede Woche. Und der Daniel hat das auch immer im Blick, dass wir auch das richtige Tempo dabei laufen.
Du bist ja jetzt schon ein bisschen länger Profi. Hat sich das Thema Regeneration in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen verändert? Also hast du gemerkt, dass das wichtiger wird für deinen Körper? Ja, auf jeden Fall. Also als Jugendspieler hatte ich mit Regeneration wirklich überhaupt nichts am Hut. Da hat man einfach Fußball gespielt, trainiert, gespielt und das war's. Aber jetzt, seit ein paar Jahren, ist das schon sehr präsent, das Thema. Und wir werden auch immer darauf hingewiesen von unseren Trainern, Athletiktrainern und Physios. Und ist schon sehr, sehr wichtig geworden. Team Eistonne oder was machst du so direkt nach dem Spiel? Naja, die Eistonne mag ich jetzt nicht so gern, aber ab und zu zwinge ich mich schon mal in die Eistonne zu gehen. Normalerweise lege ich mich in irgendwelche Regenerationsgeräte bei uns und genieße dann einfach den Tag noch auf der Couch. Ich versuche mich dann einfach mit anderen Dingen abzulenken. Ich versuche Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Jetzt zu Corona natürlich schwierig, aber mit Freunden zu telefonieren, Zeit mit meiner Freundin verbringen. Einfach nicht an Fußball wirklich zu denken, andere Sachen zu machen und dann gelingt es mir dann auch immer ganz gut, irgendwann den Fußball so ein bisschen zu vergessen. Denn neben der körperlichen Regeneration darf der mentale Aspekt einer sportlichen Höchstleistung nicht vernachlässigt werden. Der Körper funktioniert ja nur mit dem Geist und wenn man sich einfach die Schemata anschaut, dass der Muskel sich bewegt aufgrund des zentralen Nervensystems und des Kopfes, ist es ganz wichtig und auf die Jungs prasselt so viel ein und bei einem Spiel und in der Vorbereitung strategisch, dass die ja immer mehr oder weniger auf Vollgas sind, auch mental und auch von der Konzentration her, dass sie dann an einem freien Tag dann auch mal wirklich den Fußball vergessen sollen und mental komplett abschalten. Die mentale Regeneration ist, glaube ich, fast noch individueller. Die einen brauchen Ruhe, die anderen brauchen eher so diese Aufarbeitung, die wollen dann sprechen und das führt dann eigentlich wieder in das nächste Thema, das ist der Schlaf, gerade wenn ich, und das ist was für mich sehr eng mit dem Thema mentale Regeneration zusammenhängt, ist eben der Schlaf. Auch da versuchen wir uns immer weiter zu verbessern. Wir geben schon unseren Spielern immer Tipps mit, wie sie den Schlaf verbessern können. Es gibt ja Spieler, die schlafen schlecht durch oder wachen morgens auf und schauen erstmal quer. Da gibt es verschiedene Strategien, die man ausprobieren kann, ob es dann sich verbessert. Solche Strategien geben wir mit für die mentale Ebene. Da sagen wir einfach diese ganz klassischen: Ruht euch aus, denkt nicht an Fußball, sondern geht früh schlafen, macht was mit der Familie, macht was Privates. Lasst auch mal so ein bisschen die sozialen Medien weg oder die ganze Zeit am Handy, sondern versucht auch da mal das beiseite zu legen. Ob aktiv oder passiv, das alles sind Regenerationsmethoden, die fest in den Trainingsalltag unserer Profis integriert sind und die auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasst sind. Auf diesem Niveau kommt es ja immer auf diese berühmt-berüchtigten 1-3% an. Und ob das dann jetzt ein Ausschlag von 1%, 5% oder 10%, dass der Spieler wieder schneller regeneriert. Es ist schon so, dass wir da einen hohen Stellenwert der Regeneration und da auch ein Hauptaugenmerk, dass die Jungs da auch ihre Supplemente nehmen und ihre Regenerationsmaßnahmen machen. Das ist schon so, es wird jetzt kein Beinbruch sein, wenn da einer mal jetzt das Eiswasser auslässt oder so, aber im Großen und Ganzen wollen wir, dass die Maßnahmen auch ergriffen werden von den Jungs. Denn Training am Limit und 90 Minuten Vollgas im Stadion gehen nur mit einer ganz individuell angepassten Regeneration.